Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Dead Rising 3. So. Ja, das war eine kleine Verschwörungstheorie. Ich habe gedacht, wir finden jetzt heraus, wer hinter den Zombie-Angriffen steckt, also hinter diesem terroristischen Anschlag. Naja, wir haben herausgefunden, dass es angeblich die Aliens waren. Naja, die Alte ist paranoid und gehört meines Wissens nach in die Klapsmühle. So, wir widmen uns jetzt der Kampagne weiter. Und zwar hier vorne. Schnell hier hoch. Also von allen Dead Rising Teilen ist das eindeutig der geilste. Der ist super geil. Wer sprengt denn da die Tür auf? Nein, 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 nein. Was ist er denn für ein Zombie? Runter mit dem Kopf, habe ich gesagt. Diego, wo bist du? Diego, mein Freund, wo bist du? Du bist irre geworden. Ich bin kein Feigling. Neues Zeug, komm. Ja, angefressen. Bleiben wir erstmal hier oben. Was ist jetzt? Im Ernst, Mann. Wir müssen von hier verschwinden. Lauf, verdammt! Komm schon, Mann. Komm raus. Diego! Du musst damit aufhören. Der ist wahnsinnig geworden. Diego! Bitte, Mann. Warte, willst du jetzt kämpfen, oder was? Hör zu, bitte. Wir müssen hier raus. Wir haben keine Zeit für sowas. Unbekannte Lebensformen voraus. Keine Kohlenstoffspuren. Geht bald eine Bombe hoch. Wir müssen hier weg. Verstanden. Lebensformen werden liquidiert und organische Überreste zur Analyse zum Schiff gebracht. Nein. Diego! Nein! Nein! Alter! Verliert unbekannte Flüssigkeit. Wir sind nicht im All. Wow, ein Irrer. Hohoho, da kriegst du aber heiße Sohlen von. Was soll ich nach dem Schmeißen, wenn ich keine Munition mehr habe? Diego! Störung der Lebenszeichen. Nur damit du aufhörst, Diego! Fuck, ich hätte nicht greifen können. Ich war zu spät. Tötung vorgesehen. Boah, was war das denn jetzt? Ernsthaft, schmeißt du mit dem Mond nach mir, oder was? Ich brauche unbedingt was zu fressen. Da ist was. Boah, das gibt's nicht. Jetzt hast du... Widerstand lässt nach. Es gibt keine Kontrollzentrale. Los! Unkontrollierte Beschleunigung. Ja. Gucken, dass ich an dem dranbleibe. Ah, wisst ihr. Hör auf damit! Oh, das geht nicht. Ich muss dich so töten. Oh, verdammt!
muss es doch irgendwas geben mit das... Ja, genau. Das hilft mir schon ein bisschen weiter. Das übernehme ich. Nicht cool. Das ist ganz und gar nicht cool, mein Freund. Lass den Scheiß und schmeiß auf mit den Sachen zu schmeißen. Boah, ich krieg dir nicht ins Visier. Jetzt aber. Langsam werde ich sauer. Hey, nicht so schnell. Na, geht doch. Wirk ihn, schüttel ihn. Fuck, das Ding ist im Arsch. Mit einem Besenstück könnte ich dich verhauen. Was, der Polizist gibt mir die Knarre, mein Freund. Ich hab's wirklich nötiger als du, also her damit. So, jetzt nochmal. Schüttel ihn. Er muss begreifen, dass er was falsch gemacht hat. Dinosaurier, aha. Was soll ich mit dem Klappmesser? Fakt, der Bienenmann ist hier. Summi ist da. So, ich renne jetzt erstmal los. Ich brauche was zu fressen, sonst ist hier gleich Sense. Den schaffe ich dann nicht mehr, wenn das so weitergeht. Weil der macht Amok unnormal Schaden. Was macht er denn da? Ach du Scheiße! Ich hab schon wieder so wenig Leben. Gibt's das? Mal was Fressbares finden. Ich hab was gefunden, ist aber immer noch nicht genug. Ich brauche noch mehr von dem Zeug. Da ist noch was. Die war wohl alt. Gleich habe ich dich. Atme tief durch und beruhig dich. Eine Harpune? Oh, die Harpune ist geil, die gefällt mir. Verdammt! Upsala. So, ich brauche was zum Schießen. Irgendwas, da haben wir es doch. Dinotopia hat mich totgeschlagen. Mein Gott! Jetzt habe ich dich. Oder auch nicht. Endlich. Der hat zwar noch ein Leben, aber okay.
Diego! Zumindest Diego. Kommen wir jetzt wieder raus. Pachamama. Tut mir leid, dass ich das tun musste. Bitte, steh auf. Oh Mann, Nick. Was hast du da gerade gesagt? Pachamama? Pachamama. Meine Mutter hat das immer zu mir gesagt. Das Einzige, was sie noch von meiner Kindheit weiß. Ich hab das schon mal gehört. Nick? Ich muss dir was zeigen. Und zeig her, wie hast du schnell das Ding ausgezogen? Ich hab jetzt Zombies, Fakten. Gesehen, dass mir Angst Ey! Hat. Wirklich eine Scheißangst! Komm! Der ist der aus dem ersten Teil und der andere war aus dem zweiten. Den Kerl kenn ich doch. Der ist der Endboss vom ersten, glaube ich. Oder war das? Ja. Das war der Verursacher vom Ausbruch 2006 genau. In Willamette. Das war vom ersten Teil, von der Xbox 360, was ich gespielt habe. Sie holten den Parasit aus Zentralamerika. Was ist mit ihm passiert? Hä? Er ist tot, schätze ich. Und sie ist danach verschwunden. Dabei sollten sie diesen Scheiß nach Fortune City doch unter Kontrolle haben. Ich dachte, mit den Zombrex-Chips tanzt keiner mehr aus der Reihe. Sieh mal hier. Hä? Siehst du das? Das macht mir eine Scheißangst, Mann. Dieser Zombie soll den Smithville-Ausbruch im Jahr 2007 begonnen haben. Das war der erste Ausbruch nach Willamette. Sieh dir seinen Hals an. Nein, 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 Scheiße, Mann! Was bedeutet das? Ich weiß es nicht! So ein Mist! Okay, wir müssen die Auslöser? Auf die lösbaren Probleme konzentrieren, ja? Wir hauen ab und finden dann raus, was vor sich geht. Du hast den Schlüssel, richtig? Scheiße! Diese Gangtypen haben mich ausgeraubt. Ich war so fertig. Sie haben den Flugzeugschlüssel. Nick, holen wir ihn zurück. Was gibt's, Mann? Nichts, Mann. Nichts. Alles gut. Suchen wir die Schlüssel. Jetzt. Okay. Okay. Nur die Pumpe. Ich guck mal eben, was es noch gibt. Frankie! Wo ist der andere? Hier, er hier. Den haben wir im zweiten Teil gespielt, der ist cool. Chuck Green war einer der wenigen Überlebenden des Ausbruchs von Fortune City. Er wurde sogleich des absichtlichen Herbeiführens des Ausbruchs als Rache für den Tod seiner Frau in Las Vegas beschuldigt. Woher weißt du, wo sie hingegangen sind? Sie meinten, sie wollten zu den Wellen machen. Wo die reichen Leute wohnen. Uhuhu. Geht doch. Die schöne Axt haben sie hier. Was haben wir denn da? Nein, 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 nein. Ich will die andere haben. Wenn, dann richtig. Leg den scheiß Automaten weg. Meine Herren, wie kommen wir denn bitte hier raus? Ja. Ich wollte dich nicht verletzen, Mann. Als wir klein waren, hast du mich immer beschützt. Und so revanchiert. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Noch haben wir nichts Aktuelles, wo wir hin müssen. Das heißt, wir gehen zu den Gangmitgliedern. Spring rein. Nicht du selbst. Ich verstehe das, echt. Diese Situation bringt nicht gerade das Beste in Menschen hervor. Fuck! Na klasse, jetzt haben wir ein Problem, meine Freunde. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Jordan, tut mir leid, mein Freund. Du musst dich anknabbern lassen. Das ist nicht gut. Oh mein Gott. Das ist überhaupt nicht gut. Fuck, was war das? Ja. Verpiss dich. Keep out. Was haben wir denn da? Was ist hier passiert? War ich hier nicht schon? Doch, hier war ich doch schon lange. Keine Zombies. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Was ist hier passiert? Sie sind alle tot. Linda. Linda, wenn ich den Namen schon höre, dann erinnert mich das an so eine komische ehemalige Schulkollegin, die mittlerweile auf Drogen hingeblieben ist. Ach komm, ich will jetzt auch mal.
Wow, yo. Linda! Linda! Hilfe! Was war denn das jetzt? Heilige Scheiße! Was zu fressen holen. Jetzt können wir das knicken. Wenn ich hier nichts zu fressen kriege, dann ist die ganze Zeit hier. Das war eine Küche, oder nicht? Wenn ich hinten durchlaufe, war eine Küche, das weiß ich noch. Oh, Spare Ribs. Steak. So, ran an den Speck, jetzt holen wir sie uns. Die werden jetzt geritzt. Fuck it, gegen drei habe ich keine Chance. Na los, jetzt wird's aus. Hört mich jemand? Klopfen wir ihn rein. Kleiner Feigerköter, wo bist du? So, wo haben wir denn die schöne Flinte da auf dem Boden? Weißt du, was wir mit Scheiße machen? Oh, jetzt könnt ihr was erleben, Jungs. Noch jemand? Wer sein Glück versuchen möchte, der war unter der Rolle drunter. Alter Schwede, das Ding gefällt mir. Ach komm. Map, map. Ey, das Ding fährt nicht über so einen kleinen Hügel drüber. Multikill. Geplättet. Schade, dass bei denen der Kopf nicht passt. Oh, jetzt reicht's mir aber. Jetzt kannst du was erleben, mein Kollege hier. Danke, Süßer. Du bist mein Held. Ich hab's. Verschwinden wir hier. Zurück zum Hangar, los. Nur mit dem Ding hau ich ab. Dann haben wir hier runter. Normal könnten wir eigentlich hier vorne entlang fahren. Ich meine, die Gitter kann man auch durchfahren. Jawohl. Ich brenne. Ich bin leicht am Leuchten. Komm, spring drauf, Johnny. Johnny Sasaki. Das ist denen ihr scheiß Ernst. Jetzt komme ich mit dem Ding gar nicht hier raus. Ach, das gibt's doch nicht. Er hat so früh gefreut. Warnfrei. Gut, mal neben, einen Meter daneben geschossen, trotzdem getroffen. Bin ich hier überhaupt? Ach Gott, ja gut, das dauert noch ein bisschen, bis wir da sind. Über einen Kilometer laufen. Eingesperrt. Ich muss sie ausnehmen. Lautsprecher in der Nähe. Was ist das hier überhaupt? Ach, das gibt's ja auch noch hier. Der Westenmann ist immer noch da. Wenn die einmal durchschlägt, ist vorbei. Was ist das denn jetzt? Geht's hier nicht weiter oder was? Ach, küsst mir doch die Füße. Alle aus dem Weg jetzt.
Auge, was nur leuchtet. Jeha! Runter mit dem Kopf. Ups, sorry. Entschuldigung, mein Freund. Eigentlich war das ja gar nicht mit Absicht. Aber eigentlich irgendwie schon. Noch eine Statue. Zeit zum Ritzen. Fuck it. Ich muss langsam an die Oberfläche kommen. Ich weiß gar nicht, was hier unten abgeht. Dass so viele Leute auf einmal infiziert werden können. Ich muss schnellstens weg hier. Ja, nicht nur du. Wie komme ich hier raus, verdammt? Da geht's auch nicht weiter. Da ist ein Exit. Boah, lass mich gehen. Der Wespenmann ist hinter mir her. Schneller, verdammt! Verschlossen. Super, wir können oben rumlaufen. Das war so richtige Zeitverschwendung, hier hochzulaufen, runterzugehen. Fuck! Tritt dir das Kreuz kaputt. Eieiei. Das war heftig. Oh ja, das auf jeden Fall. So, wo muss ich jetzt überhaupt lang? Komm, wir laufen hier lang. Ich muss hier außen rum, weil die Straße blockiert ist. Das heißt, wir müssen oben rum. Ja, meine Freunde, ich sehe aber auch gerade schon, leider Ende unserer Spielzeit heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Dead Rising 3. Es bleibt spannend. Bis morgen.